Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen hier bei RPG Meyers Charity Gamer und LS15. Ja, ich habe mir da mal etwas überlegt. Und zwar, ich bin vergeblich auf der Suche nach der passenden Map. Ich habe mich jetzt hier für die Alpental Forst Extrem entschieden. Und zwar will ich Schwerpunkt auf Forstwirtschaft legen und Schwerpunkt natürlich auf ein paar so Milchzucht, also auf Kühe. Und mehr will ich eigentlich gar nicht. So, ich bin jetzt so der Butler hier auf dem der Ackermann, und ja, ihr wisst schon, also ich bin da nicht so der super Freund dafür. Und deswegen bin ich auf der Suche nach einer Map, wo das wirklich gut eventuell funktionieren könnte. Hier gibt es viel Wald, also hier kann man, glaube ich, das ganz gut umsetzen. Einfach mal ein paar Let's Plays machen. Vielleicht weiß von euch jemand noch eine bessere Map, wo wirklich auf Forstwirtschaft ausgelegt ist. Und dann können wir uns das mal anschauen. So, jetzt schauen wir mal. Ich spiele auf Schwierigkeitsgrad normal. Da muss ich bloß noch schnell was machen. Und zwar Pflanzensterben machen wir aus. So, da zurück. Genau, so. Also, wie gesagt, also ich möchte einfach mal ein bisschen anders was machen, mal was probieren und mehr auf Forstwirtschaft gehen. Natürlich den Ackerbetrieb kann man nicht ganz vernachlässigen, braucht man ja, weil es ja auch ganz gut Geld bringt. Aber wir haben am Anfang hier auf dieser Map keinen Drescher, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal mieten, weil da unten gibt es ein Feld, was fertig ist, und zwar auf Feld 1. Und ich weiß es nicht, das gehört mir noch nicht, das müsst ihr kaufen, 740.000 kostet das, habe ich natürlich nicht. Aber wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir erstmal Sachen bekommen, wo man verkaufen kann. Und deswegen werden wir uns jetzt erstmal hier einen Drescher mieten. Da nehmen wir den Case Flow, den mieten wir uns. Und machen das erste weg. Das erste fällt da weg, dann brauchen wir noch Schneidwerk dazu. Wie lang? 10 Meter, genau, das müsste reichen. So, auch mieten. So. Dann schauen wir mal, ob wir da jetzt hinkommen, wo ich da hin will. Jawohl, da ist er mal. So. Ach, jetzt habe ich. Ich weiß gar nicht, komme ich da jetzt zurecht? Ich denke schon, oder? Mit dem Schneidwerk. So, wir können das erste Feld abrupfen. Und das Zeug dann gleich mal verkaufen. Ein bisschen was haben wir auch noch im Silo. Aber was im Silo ist, lassen wir mal im Silo. Upsala. So, und dann fahren wir mal Richtung Feld. Für kurz oder lang haben wir natürlich dann unseren eigenen. Oh oh, oh oh. Ich glaube, das passt nicht, oder? Doch! So. Aber ich glaube, da komme ich nicht weiter. Ja, ich brauche doch den Wagen, oder was? Nein, ich will den Wagen nicht. Ich will den Wagen nicht. Weil der nämlich nicht richtig funzt, so wie ich das mir vorstelle. Können wir hier hinten rausfahren? Ja, ich glaube, wir können hier hinten rausfahren. Also, wir kommen auf das erste Feld. Gut. Ja, auf alle Fälle ist da ein bisschen was umgebaut. Mehr auf Forstwirtschaft, also Palettenfabrik gibt es hier drauf. Und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist Palettenfabrik von Maru, wenn mich nicht alles täuscht. Sehen wir ja dann, wenn wir dran sind. Kompostieranlage gibt es. Da kann man ein bisschen Kompost auch machen und so. Aber in erster Linie geht es natürlich mir darum, jetzt erstmal das erste Feld wegmachen, den Erlös davon verkaufen und dann quasi, wir fahren jetzt ein bisschen kreuz und quer hier, damit ich da auch an das Feld rankomme. Damit wir quasi erste Einkünfte ein bisschen haben. Die Map schaut schon cool aus. Aber es ist noch nicht genau die, was ich mir vorgestellt habe. Aber ich fände nichts, was. Also Holzhausen habe ich mir zuerst gedacht, aber Holzhausen, weiß nicht, da ist dann auch wieder zu viel mit Acker. Aber hier haben wir eine Pfütze. Und die versaufen wir nicht da drin. Ups, uiuiui. So. Gut. Dann würde ich mal sagen. Fangen wir doch mal an. Hier. Mit der ersten Ernte. So, GPS-Mod. Werden wir natürlich nutzen. Ist klar. So, muss man richtig hinstellen hier. So, dann machen wir mal die Maschine auf.
Und die Frösche quaken hier. So. Dann, Mr. B und Null war das, glaube ich, genau. Ja, und dann Punkt. So. Jetzt schauen wir mal. Neu. Genau. Nein, so nicht. Warum zeigt er mir das so an? Tut es gar nicht so. Stehe ich so schief oder was? Dann ist die Map so schief. Na, nochmal schauen. Ja, jetzt muss es passen. Oder? Ob jetzt passt. Jetzt haben wir erstmal eine Runde hoch. Genau, so machen wir an hier und. Halt! Nein! Was biegst du da ab? Du sollst nicht abbiegen. Fangen wir mal raus hier. Mal schauen, irgendwas passt da nämlich nicht. Geht hier gar kein GPS-Mod oder was auf der Map? So, jetzt mal gucken. Nö. Nein, der will das. Der will gar nicht. Naja, gut, dann machen wir GPS aus. Genau, dann machen wir das per Hand. Und dann geht's mal los hier. Kein Problem. Kriegen wir auch hin. So. Also wir haben die erste Ernte, können wir einfahren und das Zeug verkaufen. Weil wir brauchen natürlich Daten, so schnell wie möglich Forstgebiete. Und da werde ich natürlich auch das Biest verwenden. Einer meiner Lieblingsmods. Ach, jetzt habe ich, ja, ist wurscht, wir können das Heu einfahren und verkaufen. Oder zumindest schon mal einlagern. Obwohl, machen wir alles erstmal. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und spart. Also weit sind wir noch nicht mit Vieh. Und ich werde dann hauptsächlich die Felder mit Mais und mit Raps besehen. Also ich empfehle halt auf der Map, wenn ihr die nutzen wollt, den Mietmod. Denn dann kann man die Fahrzeuge mieten. Ups, hängen geblieben. Weil man hat am Anfang ja keinen Drescher und man kann sich ja quasi auch keinen leisten. Und gleich mit Forst anfangen, ohne dass man was hat, ist auch nicht gut. Also man braucht ja den Häcksler und so weiter und so fort. Der Mietmod ist halt gut, man kann halt dann immer die Sachen gleich, da ist günstiger am Anfang. Und man, wenn man sich beeilt und sagt, okay, braucht nur eine Stunde, dann ist es natürlich perfekt, wenn man das einmal 1000 ausgeben für eine Stunde. Genau, das müssen wir mal gucken, weil deswegen muss ich, habe ich nicht einen Fehler gemacht, ich muss ja mal die Zeit auf 1 kennen, genau. So. Weiß ich natürlich nicht, wie lange jetzt wir brauchen werden für dieses Feld hier. Weiß gar nicht, welches Feld uns schon gehört, da müssen wir mal auf die Map schauen. Mal gucken. Wir haben gar keins. Nein, wir haben gar keins. Weiß ja, ich glaube, der PDA stimmt auch nicht ganz. Aber naja, egal. Wie gesagt, ich habe da jetzt noch nichts Besseres gefunden, was die Forstmap, was mir das gibt, was ich eigentlich haben will. Viel weit, viel, viel weit. Und ja. Deswegen halt jetzt dafür entschieden. Und ich möchte halt wieder mal richtig Let's Play mit immer nur Mod-Vorstellungen machen. So, jetzt sind wir hier gleich voll. Können wir oben einen Traktor mit Hänger schon mal holen.
Bin ich am überlegen, ob ich mit Cosplay noch was machen soll. So. Haben wir irgendwo Gewicht stehen? Kein Gewicht. Alter Schwede. Naja, dann haben wir jetzt den erstmal hier. Ups. Gut. Ja, Forst- und Viehwirtschaft, das ist das, was mich am meisten interessiert. Und da muss man jetzt auch so nutzen. Und dieses Feld hier unten, wenn wir es uns mal leisten können, dann wird da Raps draufgehaut oder Mais erstmal, weil Mais braucht man natürlich dann für die Silage, für die Tiere. So. Dann mal ausbunkern hier. Halt, da kommen wir jetzt durch. Ich bin zu fett. So, gut. So, komm, ein bisschen schneller entladen hier. Ach, jetzt bin ich schon wieder im Traktor. Hab mich gewundert, warum die Ansicht so doof ist. Ei. So. Und dann geht das beide hier. Ich habe ein kleines Problem. Vielleicht kann mir irgendjemand helfen. Und zwar, ich habe Windows 10. Jetzt mit meinem neuen Rechner Windows 10. So, jetzt habe ich folgendes Problem. Ich kann, habe jetzt den Sound von LS auf 10% stehen. Also so weit runter, wie es geht. Jetzt passiert folgendes. Ich mache eine Aufnahme, höre mir die danach an, bevor ich sie bearbeite, dann ist alles super perfekt. Man versteht es, was ich sage, und man hört die Maschine recht leise. So, jetzt das Problem. Und zwar, bei manchen Videos, wenn ich die dann bearbeite, also ich benutze Videomaker, da füge ich es dann ein, bearbeite es, also konvertiere es auf MP4. Und dann passiert folgendes. Auf einmal ist der Sound der Maschine lauter und mein Geschwätz versteht man nicht mehr. Also beide Audios quasi gleich laut. Man muss dazu sagen, ich nehme mit Bandicam auf, das heißt, ich habe eine Spur. Ich habe eine Audiospur, wo der Spielesound drin ist und mein Sound, was ich sprich. Weil ich habe das schon öfters probiert mit Audiospur separat aufnehmen. Dann habe ich schon öfters gemerkt, oh, da stimmt irgendwas nicht. Da verzögert sich dann der Sound oder irgendwo wieder irgendwann. Ja, ich sag was oder ich mache was, aber man hört es dann erst viel später. Und das ist natürlich auch nicht eine Lösung. Deswegen, wenn da irgendjemand eine Lösung weiß, dann bitte Bescheid sagen. Wäre schon mal cool, das zu wissen. damit ich das mal rauskriege. Also ich weiß es nicht, ich hoffe jetzt, bei dem Video passiert es nicht. Hoffe ich mal. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich habe auch schon separat unter beim Lautsprechersymbol unten, da kann man ja dann separat die Browser und die Games und so weiter auch nochmal leiser machen. Habe ich es auch schon gemacht, aber funktioniert auch nicht. Das habe ich nicht immer. Das ist ja das Komische. Es war schon irgendwo eine Einstellungssache, wo ich dann noch machen muss und wo ich einfach irgendwo, ja, weiß nicht, irgendwas falsch gemacht habe oder so. Aber das habe ich erst seit dem Windows 10. Es geht mit dem eigentlich ratzfatz mit dem Feld. Sieht man unten an der Map, dass ich ganz verkehrt fahre. Sie werde woanders angezeigt, wo ich eigentlich gar nicht bin. Also, mein Gott, was soll's. Egal. So schlimm ist das nicht. Wenn man eine Map mal kennt, dann ist es weniger schlimm. So, und gleich haben wir wieder Kugel voll. Auf alle Fälle, das Feld, was wir jetzt da drunter holen, das werden wir gleich mal verkaufen.
Spiel auf normal, also der Preis wird nicht allzu... Upsala! Johnny, 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 das war ja...